Gehen Sie noch zur Bank oder zahlen Sie lieber mit dem Handy? Online-Banking ist ja schon eine praktische Sache, die vor allem viel Zeit spart. Laut einer Studie aus dem Jahr 2017 erledigen bereits 2/3 der Österreicher ihre Bankgeschäfte übers Internet. Beim Mitgliederevent der Volksbank Salzburg in Saalfelden ging es genau darum, um den Spagat zwischen der digitalen und realen Welt bei Bankgeschäften. Ich bin da auf einem anderen Trip. Ich glaube, dass es wieder anders werden muss. Ich glaube, dass Regionalität wieder wichtiger werden muss. Dass die Globalisierung und die Digitalisierung nicht so ganz der richtige Weg sind. Und ich glaube, dass Ihre regionale Infrastruktur so extrem wichtig ist. Zurück zu den Wurzeln, ohne sich der Moderne zu verschließen. Das war der Grundtenor auf der Mitgliederveranstaltung 2019 der Volksbank Salzburg im Kongress Saalfelden. Passend dazu referierte Peter Baumgartner zum Thema: Glück ist keine App und Lebenssinn kann man nicht herunterladen. Man nennt dieses S-Werkzeug hier Anti-Einsamkeits-Suppenschüssel. Da kommt eine Generation nach, die völlig anders denkt. Früher hat man so die Sachen ins Tagebuch geschrieben. Und man war wahnsinnig böse, wenn das jemand gelesen hat, oder? Ja? Heute schreiben die Menschen alles auf Facebook und sie sind wahnsinnig böse, wenn es niemand liest. Auch das Bankwesen hat dieser Wandel und die Digitalisierung längst erreicht. Werden doch viele Bankgeschäfte mittlerweile über das Smartphone oder den Computer erledigt. Hier gilt es, am Ball zu bleiben. Ja, es geht nur mal so. Also wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit, wie es so schön heißt. Und da schauen wir natürlich, dass wir modern bleiben, aber auch unsere Traditionen wahren. In dem Zeitalter, wo wir jetzt sind, wo alles mit Apps und Online-Banking die einfachen Geschäfte zum Erledigen sind, habe ich wirklich die große Überzeugung, dass wir unsere Mitarbeiter brauchen. Und da ist einfach das Vertrauen zu den langjährigen Mitarbeitern sehr, sehr wichtig. Der Weg, den die Volksbank Salzburg in den letzten Jahren eingeschlagen hat, scheint das Beste aus den beiden Welten, Tradition und Moderne, gut zu vereinen. Den knapp 300 Mitgliedern und Kunden im Saal konnten jedenfalls positive Zahlen präsentiert werden. Ja, wir haben eine sehr nachhaltige Entwicklung, also stetiges Wachstum, kein exorbitantes, gefährliches Wachstum, sondern so Wachstumsraten 2% im Kredit, im Einlagengeschäft und wieder leichtes Wachstum beim Betriebsergebnis, bei den EGD, wie es im Fachjargon heißt, also Risiko haben wir auch im Griff. Also wir sind hochzufrieden. Großes Thema auf der Mitgliederveranstaltung war die junge Generation von heute, also die Entscheidungsträger von morgen. Mit ihnen zusammen gilt es, einen gemeinsamen Weg für eine erfolgreiche Zukunft zu gestalten. Ich glaube, wir müssen die Jugend einfach von diesem Ich-Gedanken zum Wir-Gedanken bringen. Und viele Jugendlichen sind auf einem tollen Weg und haben tolle Ideen auch. Und ich glaube, wenn wir die Generationen und das Wissen der Generationen zusammenlegen, dann kann uns eigentlich nichts passieren, egal ob wir jetzt in Saalfelden, in Salzburg oder in Wien sind. Also ich glaube, dass wir da aufeinander vertrauen sollten und die Generationen voneinander lernen sollten. Und ich schließe mit folgendem Satz für Sie, meine Damen und Herren: Die Zukunft gehört einfach nur dem Wandel und Ihnen allen hier gehört die Zukunft. Einen schönen Abend noch. Dankeschön.